Wir machen jetzt aber hier schon mal weiter und zwar mit unserem Platz 7. Schwuppdiwupp, hier bin ich schon wieder. Ich sollte eigentlich Kilometergeld hier beantragen, wie oft ich hier rumgeschickt werde. Sabalot. Ja, vor allen Dingen in diesen Schuhen. Respekt. Und das sind die niedrigen. Ja, ich wollte gerade noch mal sagen, danke an unsere ganzen netten Helferlein. Wir sehen immer, dass hier noch ganz viel rumgewuselt wird. Wir haben hier sehr viel Unterstützung, natürlich mit Sicherheitsabstand. Auch das soll noch mal erwähnt sein. So, wir sind bei Platz Nummer 7 angelangt. Candy, kannst du es glauben? Wahnsinn. Es geht um Haare. Hair Care. Wir hatten ja heute schon das Thema Haare, und zwar Haartools und Haarstyling. Und jetzt geht es zum Thema, wir sprechen zum Thema Haarpflege. Und Haarpflege ist ein Thema, ich glaube, da könnten wir Stunden drüber sprechen. Ja. Stunden. Es gibt endlos viele Marken, die endlos viele tolle Produkte auf den Markt gebracht haben. Ich liebe natürlich eine Haarkur. Ich bin ein totaler Fan von Haarkuren. Ich bin mir sicher, wir haben ja auch irgendwo etwas Ähnliches wie eine Haarkur. Du kannst dabei. Ja mal ganz kurz gucken. Ich schau mal, was in wir alles der da Zeit haben. Würde ich gerne den Chris noch mal zu uns bitten in unsere Runde. Herzlich willkommen, Chris. Hello. Hello. Ich finde das super, wie das hier funktioniert. Weil ich hätte nämlich gedacht, in 4 Stunden wird es bestimmt mal passieren, dass der Gast noch nicht bereit ist. Aber bis jetzt hat das immer reibungslos funktioniert. Chris, schön, dass du wieder mit dabei bist. Du warst vorhin auch schon mal am Start. Für alle, die jetzt erst zuschalten. Zuschalten wollen wir jetzt nämlich auch die Mädels von Langhaarmädchen. Wenn du es schon sagst, die haben nämlich eine kleine Grußbotschaft für uns. Candy, hallo, ihr lieben Glowies da draußen. Von uns Langhaarmädchen ganz liebe Grüße und einen ganz fetten Drücker an alle von euch. Die meisten von euch kennen uns. Wir sind Friseurmeisterin und die Gründerin von Langhaarmädchen. Oder ihr kennt zumindest unsere Haarpflegeprodukte. Oder ihr kennt unseren Stylingbus Bob, denn normalerweise würden wir uns an diesem Wochenende auf der Glow in Nürnberg sehen. Es ist doch so schön, dass wir uns wenigstens hier bei der Glow DM live irgendwie alle zusammentreffen können und ihr von zu Hause aus das diesmal genießen könnt. In der Mediathek von glowcon.de findet ihr einige Haartutorials von uns und eine Motivation Speech, wie wir es damals zu DM geschafft haben. Und Mädels, natürlich gibt's alle Produkte der Show auf dm.de/glow zu finden, damit euch wirklich nichts entgeht. Macht euch einfach eine geile, gemütliche Zeit und vergesst nie, dass in diesen besonderen Zeiten besonders viele Chancen stecken, um eure Träume zu realisieren. Peace out, eure Langhaarmädchen Mona und Julia. Und ich muss wirklich sagen, auf der Glow haben die immer mit den schönsten Stand, die Langhaarmädchen, finde ich. Die haben immer so einen Truck, ne? Ja, mit genau, dem sie kommen. So einen Bus, ja. Ich finde das so, so cool und ich mag die sehr gerne. Christian, du machst ja auch nicht nur Make-up, sondern auch gerne mal Haare für Models, für Celebrities, für etliche Kunden, die du betreust. Auf was achtest du denn ganz besonders, wenn es um Haarstyling geht? Also ich würde sagen, beim Haarstyling achte ich besonders auf eine Vorbereitung des Haars, also die Haare richtig zu pflegen. Ich habe auch von so vielen schon gehört, mein Hairstylist davor hat keinen Hitzeschutz benutzt. Ich finde, das ist sehr wichtig, gerade bei einem Celebrity oder auch bei einem Model, dass einfach viel gestylt wird, ist ein Hitzeschutz auf jeden Fall essentiell. Darauf achte ich auf jeden Fall schon sehr, muss ich sagen. Nimmst du den Hitzeschutz auch vor dem Föhn? Ja, auf jeden Fall, weil dein Föhn erreicht auch eine Temperatur bis zu 200 Grad. Was man nicht machen sollte, was ich bei vielen immer sehe, die machen sich Öl ins Haar, bevor sie föhnen oder bevor sie glätten. Dann frittieren oder sie das Haar. Genau, ne? Die frittieren das Haar. Das ist wie heißes Öl, was du heiß machst, frittiert dein Haar und ist absolut nicht gut. Also wirklich lieber einen Hitzeschutz nehmen beim Föhnen, sowohl als auch beim Glätten. Ja, weil das mache ich nämlich zum Beispiel auch. Machst du das beim Föhnen? Was, dass ich mir einen Hitzeschutz drauf mache? Beim Föhnen tatsächlich nicht, weil ich aber, wenn ich föhne, dann föhne ich kalt.
Ja. Und nur wenn ich eine Frisur reinföhne mit einer Bürste oder so, ja, dann mache ich warm und dann habe ich auch einen Hitzeschutz drin. Ja, 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 weil das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Was haben wir denn hier für Produkte? Kenny, hast wir du haben alles mögliche. Was gefunden? Ein Produkt, das ich schon mal ganz, ganz toll finde für die Mädels da draußen, die vielleicht gerne mal so einen Pferdeschwanz tragen, 24/7, und deswegen so ein, zwei Babyhärchen verlieren. Oder man kennt das ja, durch den Druck, ne, oder durch den Zug kann man ein bisschen Härchen verlieren. Und da gibt es von Plantur 21 hier einen Booster. Und der pusht dein Haarwachstum. Vielleicht auch für die Männer da draußen, die schon so langsam unter genetisch bedingtem Altershaarausfall oder sowas leiden. Das kann euren Haarwuchs noch mal ein bisschen pushen. Ey, das werde ich ausprobieren. Weil ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe so schlimm Haarausfall gerade. Mhm. Das ist ja dafür dann ganz gut, hormonell oder? Durch die Schwangerschaft. Ja, ja, und so weiter, aber das, ne, ist dann wahrscheinlich ganz gut dafür. Genau, ne? Würde ich auch sagen. Werde ich mal ausprobieren. Dann haben wir hier noch ein Leicht-Chem-Spray. Das ist sowas wie ein Leave-In-Conditioner, gehe ich mal davon aus. Ah. Ne? Dass man keine Knoten hat. Oh, das riecht mega gut. Nach Vanille bestimmt, oder? Mmh. Sieht Vanille. Kann man das jetzt ein bisschen draufsprühen? Na? Okay, hier haben wir noch ein Hair Growth Spray Tonic. Das habe ich noch nie gehört. Habt ihr das schon mal gehört, Tamara? Sagt dir das ein was? Ein Tonic? Nope. Du hast keine Ahnung, nee, ne? Gut, dass du das mit nach Hause nehmen darfst. Denn all die Produkte, die du siehst, darfst du heute nach Hause nehmen und kannst auch mal ausprobieren. Das ist ein Kopfhauttonikum zur Förderung des Haarwachstums. Auch etwas, was man mal ausprobieren. Du hast vorhin schon erzählt, dass du viel mit deinen Haaren anstellst und die oft gerne färbst und allerlei Sachen damit machst. Was ist bei dir wichtig für die Pflege deiner Haare? Also ich habe sie früher gar nicht gepflegt, also wirklich gar nicht. Und seit GNTM, da wurden sie so strapaziert, ich habe sie mir angefangen mehr und mehr zu färben und everything. Und ja, jetzt verwende ich auf jeden Fall Kuren und versuche sie halt gesünder zu halten. Aber ich brauche noch auf jeden Fall ein paar Lessons von jemandem, der sich besser auskennt als ich, weil ich nehme einfach irgendwas, was ich finde. Ja. Ja. Vielleicht hat ja Milenka noch eine Frage aus dem Chat. Oder Tipps. Oder Tipps, Milenka, hast du was für uns? Ich habe sehr, sehr viel für euch. Tatsächlich sind Haare ein absolutes Megathema hier bei uns im Chat. Und zwar habe ich direkt zwei Fragen an Chris. Die erste Frage ist, wie du persönlich deine Haare stylst. Und die zweite ist, ob denn Trockenshampoo, da du das überhaupt empfehlen kannst, ob das cool ist oder vielleicht doch den Haaren schadet, was du darüber denkst. Ja, zum Stylen meiner Haare, ich tatsächlich föhne die einfach irgendwie und dann mache ich ein mattes Wachs da rein. Ich benutze eins von Balmain, glaube ich. Balmain. Bougie. Sagt man das Balmain, so? Ja, Balmain. Trockenshampoo kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist nicht nur gut, wenn man sich die Haare nicht jeden Tag waschen möchte und die Haare so strapaziert, sondern tatsächlich auch, wenn man sich Locken macht, um einfach dem Haar ein bisschen Textur und Volumen zu geben. Genau. Und es strapaziert die Kopfhaut auch nicht. Denn wenn man jeden Tag die Haare wäscht und überwäscht, dann ist so ein bisschen die Kopfhaut gereizt und man neigt dazu, ein bisschen trockene Kopfhaut zu bekommen, ganz weil genau, der pH-Wert sich ändert. Deswegen so ein Trockenshampoo ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Nutzt du? Ja, benutze ich sehr oft tatsächlich. Aber ich versuche schon, meine Haare alle 2 Tage zu waschen. Tamara, du? Nee, also ich wasche meine Haare jede 3, 4 Tage. Ja. Also ich versuch's, und deswegen sind sie auch super selten fertig. Ja. Weil ich sie halt, was nehm ich das ist so eine Routine. Also, dass du spät, ich habe sie einmal eine Woche nicht gewaschen, dann ging es halt immer besser. Ja, auf jeden Fall, dann ging es immer besser und besser und jetzt muss ich sie auch nicht immer waschen. Ach, das hatten wir alle schon mal eine Woche nicht gewaschen. Macht auch nichts. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Talk zum Thema Haircare.